Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tea. Heute mal ein besonderes Video. Erstes Video, wo Bagish hinter die Kamera darf. Hat er sich mal gewünscht. Mal schauen, wie das ablaufen wird, wie er sich anstellen wird. Ansonsten haben wir hier heute natürlich Tati mit seinem Cosmo Deck Profile. Habt ihr danach gefragt und natürlich machen wir das für euch. Leg mal los, Tati. Ja, also ich habe das Deck jetzt nicht wirklich getestet, ja. Aber ich denke, das ist stabil und ganz gut. Ich stelle es dir mal vor. Ihr könnt es auch gerne mal testen dann. Ich teste natürlich auch und dann schauen wir mal. Fangen wir an. Wohl mit die wichtigste Karte im Deck Tinken. Braucht man nicht viel sagen. Dreimal, ist klar. Dann habe ich mich für das Stormtrooper-Bild entschieden. Das heißt, ich spiele halt auf Dark und auf Friedhof. Das heißt, drei Stormtroopers. Auch eine sehr gute Karte. Von den Kleinen noch, von dem Psi spiele ich einen Strawman, reicht vollkommen. Ich teste gerade eine Farm Girl, viele spielen zwei. Ich muss es herausfinden, ob es passt oder nicht. Eine Wicked Witch, reicht auch vollkommen. Die war damals sehr, sehr gut. Jetzt braucht man sie nicht wirklich. Einmal vollkommen okay. Slip Rider dreimal, braucht man auch nicht sagen. Sehr, sehr gute Karte. Jetzt kommen wir zu einer Karte, bei der ich echt noch ungewiss bin. Deswegen warte ich noch auf den Support, der kommt. Das ist ein Forerunner. Er schließt eigentlich eher die Lücke bei mir jetzt von 8 auf 5. Da habe ich nämlich gar nichts. Ich spiele auch keine Sechser. Deshalb ist er einmal im Muss. Ich hoffe, es kommt irgendwas anderes, weil wirklich brauchen tut man ihn nicht. Und jetzt kommen wir zu der absolut... Okay, warten wir noch. Ein Eclipser, ja, ist klar, einer reicht vollkommen. Und jetzt kommen wir zur absolut besten Karte des Decks, ist ganz klar. Dark Destroyer, ja, braucht man auch nicht viel erzählen, dreimal, ist einfach Pflicht. Und als letztes Monster, was ich spiele, als Nicht-Cosmo-Monster, was bei mir immer sehr, sehr gut kam, ist BLS, ja. Durch die vielen Light und Darks im Deck und kann man den vollkommen einfach... spielen. Also der kam bis jetzt immer sehr, sehr gut. Kommen wir zu den Zauberkarten. Ganz klar, Cosmo Town dreimal. Viele spielen zweimal. Ich bin auch am überlegen, ob ich sie einmal reduziere. Das muss ich halt mal schauen. Aber dreimal auf jeden Fall ist Pflicht. Zwei Teleport. Nach der Limitierung, ganz klar, muss halt zweimal gespielt werden. Ich spiele jetzt einmal diesen Random Reasoning. Ich war eigentlich nie Fan von der, wo sie auf drei war. Jetzt teste ich sie mal, wie sie kommt. Ja, ansonsten fliegt sie gleich wieder. Ein Upstart. Finde ich gut. Zwei Twin Twister. Für die Backrow und auch um den Grave zu füllen für Sword Trooper. Ich weiß nicht, ob drei zu viel sind. Ich muss mal ein bisschen testen und schauen, was für Decks jetzt so gespielt werden. Dann zwei Allure, die ging auf zwei. Kommt ganz gut. Ich habe sie einmal immer mal so getestet. Lief gar nicht mal so schlecht. Ist auf zwei. Müssen wir echt mal schauen, was der Test so bringt. Ob sie gut läuft oder nicht. Aber ich denke schon, bei so viel DAX und mit Cosmo Town und so. Last but not least, Instant Fusion. Da ja das 1000-äugige Opfer auf 1 ist, teste ich sie jetzt mal. Aber noch Optionen auf den Vierer, also auf Elder. Und auf Panzerdrache auf 5 ist es auf jeden Fall eine Alternative. Wir werden sehen, wie sie kommen wird. Kommen wir zu den Fallenkarten. Ich spiele nur drei Calls, also keine Oasen. Kamen oft schlecht. Man kann auch oft bricken. Ich denke, drei Calls sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die Karte, die Falle des Decks eigentlich, für die Cosmo-Spieler oder für die Cosmo-Karten, Cosmojo. Anfangs eigentlich echt unbeliebt, die Karte ging gar nichts. Und jetzt kriegt sie voll den Hype, auch zu Recht, weil sie wirklich spielstark ist, die Karte. Natürlich drei Strikes, ja. Viele sagen jetzt von den Lebenspunkten her so, dass man da wenig Lebenspunkte halt im Laufe der Zeit hat, aber meistens kommt man nicht über drei oder vier Züge. Und man sollte sie dreimal spielen, damit man sie einfach schneller auf der Hand hat. Ja, weil die Karte ist einfach zu wichtig. Und natürlich auch noch Solemn Warning. Auch beste Falle eigentlich im Spiel momentan.
Okay, ein paar Fragen zum Main Deck. Was ist mit Goodrich passiert? Wie ist deine Meinung zu, weißt du, um den Sechser, den ich nicht mag, Dogfighter? Und zum Beispiel an Zauberkarten Tech vielleicht One for One. Was hältst du von den drei Karten zum Beispiel? Also One for One habe ich getestet, kam sehr gut eigentlich. Aber durch den Speed in dem Deck reicht, ich habe gemerkt, durch den Speed einfach im Deck reicht, muss man keine One-for-One spielen. Zu dem Sechser halte ich eigentlich recht wenig. Viele spielen den Liga Cosmojo, damit sie dann noch einen zusätzlichen Schiff suchen können, damit sie Cosmojo besser einsetzen können, durch das dann Sliprider kommt. Man braucht es wirklich nicht, also ich finde den nicht so gut. Und die andere Frage war Goodrich. Ich glaube, ich spiele sie jetzt nicht, weil ich meine, sie nicht mehr brauchen zu müssen. Das Problem war eigentlich immer, war Pippe mit diesem Hope, diesem Achter Exit. Und den konnte man immer gut zubucken und dann halt dann seine Plays mit den Zauberkarten machen. Jetzt ist halt die Frage, ob man sie braucht oder nicht. Ich teste erstmal ohne. Und dann werde ich mal das Meta analysieren und dann einfach mal schauen, ob man sie dann braucht oder nicht. Ja. Gibt es irgendwas Spezielles im Extra-Deck, wo wir näher drauf eingehen müssen oder können wir uns das sparen? Das Extra-Deck finde ich schon, ja, wobei eigentlich ist es viel Standard. Wie gesagt, ich spiele halt ein 1000-äugiges Opfer, ein Panzerdrache und einen Noden und natürlich halt den Phantomritter auf 3, der ist halt recht gut. Und auf 3? Also der. Aber wie oft würdest du ihn spielen? Du hast ihn leider nur einmal. Ich habe ihn nur einmal, ich würde ihn gerne zweimal spielen. Aber es ist halt die Frage, ob man zweimal braucht oder nicht. Und dann gibt es noch eine Karte, die ich auf jeden Fall spielen möchte oder werde. Das ist dieser Honor Arc, weil ich habe jetzt Ding, Castell habe ich rausgetan. Shoutout an Lars Unvisited, der hat dich auf die Idee gebracht, oder? Damals auch CCG, Grand Open. Ja, weil ich hab gegen F-Zero gespielt und dann habe ich Castell rausgebracht, habe dann natürlich sein F-Zero wegbekommen. Aber er konnte mir im nächsten Zug dann gleich wieder ein F-Zero geben, weil er in den 6er Deck zurückkam. Da wäre er arg besser gekommen für den Game. Klar kommt auch Castell mal für gewisse Sachen besser, aber dafür hat das Deck auch andere Möglichkeiten einfach. Ich finde halt arg in dem Fall viel, viel besser als Castell. Ja. Ansonsten nichts Spezielles im Extra, weil Cosmo braucht das Extra nicht wirklich. Ja. Option ist immer da, aber nicht wirklich. Also natürlich Infinity ist auch drin, mehr eine auch nicht. Alles klar, das war das Deck von Tati, Leute, ihr habt danach gefragt. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Deck haltet, wie spielt ihr es und so, wie ist das. Ansonsten machen wir noch ein paar Deck-Profiles, mal schauen, was die Jungs so spielen werden. Da wird ein paar Deck-Profiles von denen folgen und dann ansonsten leidet es nicht. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt nicht.